Einen wunderschönen Tag. Mein Name ist Sandra Wojwode. Ich bin EFD-Praktikerin und heute möchte ich Michaela begrüßen zu heutigem Interview. Hallo, wie geht's dir? Ja, schönen guten Tag. Ich wünsche euch an alle, mir geht's gut. Dankeschön. Ich werde gleich über Michaela sagen, dass du Expertin bist zum Taping. Und dass du auch eigenes Unternehmen, Gem Medical, hast, kannst du uns hierzu ein bisschen mehr sagen? Ja, danke schön. So, ganz lange, ich habe als die Krankenschwester gearbeitet. Ich habe ganz viele Erfahrungen. Also, ich habe ganz lange gekümmert um die Patienten. Und damals, ich war schwanger, das ist schon 12 Jahre her. Und ich habe alleine die Rückenschmerzen gehabt. Aber beim Schwangerschaft, du kannst nicht die Medikamente nehmen. Und das ist der Anfang, wann ich Gem Medical gegründet habe. Okay, das heißt, du warst schwanger, hattest Rückenschmerzen bis zum Arzt, aber ja, wie soll man sich dann helfen, ne? Also du hast Taping probiert. Kannst du ein bisschen mehr erklären, wie das funktioniert, was vielleicht hast du auch, wie das aussieht? Kannst du ein bisschen beschreiben oder zeigen, was die Tapes sind? Ja, die Tapen, das sind so schöne Bänder, aber die sind elastisch. Wenn du das aufkleben würdest, dann die haben elastische Stoffinneren und das wirkt auf unserem Haut. Okay, das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt lange hinter dem Computer sitze und auf einmal fängt mein Nacken weh zu tun, dann normalerweise ist das Erste, woran Menschen denken, eine Schmerztablette zu nehmen. Und wie Genau. ich dich verstehe, hast du nach einem Weg gesucht, wie man das anders machen kann ohne eine Schmerztablette oder gerade als du schwanger warst, konntest du ja keine Schmerztablette nehmen. Genau. Wie ich gesagt habe vorher, als Krankenschwester, ich messe die Schmerzen mit Milligrammen des Tabletten. Aber danach meinte ich, okay, aber jetzt bin ich schwanger. Ich kann nicht die Medikamente nehmen. Was werde ich denn machen? Dann habe ich Internet durchgesucht und diese Tapen hat mich interessiert. Und die erste Probe habe ich alleine zu Hause gemacht und die Schmerzlinderung war wirklich sofort. Und ich meinte, ja, das ist weg, wo ich gehen wollte. Und da fängt alles an, wenn ich studierte, wie das funktioniert. Und probiere ich erstmal in meine Familie die Tapen zu kleben. Und die alle waren so zufrieden. Und ich habe wirklich ganz viel geholfen meinem Vater, weil er ganz viele Medikamente am Tag genommen hat. Und mit Tapes war zufrieden und er hätte nicht so viele Medikamente durch den Tag genommen. Und dann gehen wieder Schritt zu Schritt auch bewegen und die anderen Schritte beim Tapen zu machen, dass er die Schmerzlinderung für den ganzen Zeit hat. Super, das heißt, so Schmerzen, so Muskelschmerzen und Verspannungen, dafür ist das Tapen am Ja, besten gedacht. genau. Also zu Hause die erste Hilfe, wo du machen kannst, ist, dass du erstmal Tape probierst, Entspannung und Schmerzen.
dann siehst du, wenn die Schmerzen gehen weg, dann es ist in Ordnung. Aber manchmal ist das, dass du einige Probleme hast und dann musst du, wenn die Schmerzen sind zu lange dann, und gehen nicht weg oder sind schlimmer, dann es ist gut, so einen Physiotherapeutist zu finden oder so einen Arzt und dann diese Beschwerden mit Physiotherapeutist Ja, klären zu und klären. Das heißt, wie lange kann ich so ein Tape tragen? Also was ist noch okay und wann sollte ich zum Arzt gehen? ja, du kannst alleine sehen, dass das nach du kannst die Klebung einmal, zweimal oder dreimal wiederholen. Das hat Der Tape ist so fantastisch, du würdest dich gut nach erster oder zweiter Applikation zu fühlen. Aber dann, wenn 2, 3 Monate die Schmerzen dauern, dann ist es sehr wichtig, wirklich die Physiotherapeuten zu besuchen und suchen, ob die Probleme sind nicht ein bisschen anderen, sondern beim Entspannung. Wenn ich selber klebe, kann ich da etwas falsch machen? Kann ich mir schaden? Du kannst nicht schaden, weil du kannst sehen, wenn das Tape hilft, dann ist das in Ordnung. Wenn du zum Beispiel 3, 4 Monate immer das Tape klebst, dann und die Schmerzen gehen nicht weg, dann ist was falsch. Und da ist das Entscheidung, okay, hat mir das geholfen, habe ich das gut gemacht. Bei Physiotherapeutist, die machen therapeutische Tapen und das sind die Schritte, wo er als Spezialist macht. Zu Hause, das ist das erste Hilfe bei Entspannung und du kannst das alleine zu schaffen. Beim Kleben, du machst vorsichtig, dass du das richtig klebst, dass deine Haut ist sauber und trockener, dass du nicht mit dem Tape zu viel auf das Kleber mit Händen das Aufmachst, ja klar. aufmachst. Ja, und auch beim Entfernen, du musst vorsichtig das Tape weggeben oder erkleben. Ja, wir bitten bei unseren Webseiten die gründliche Applikation. Und es ist gut, die Applikation erstmal sehen und dann das Tape kleben. Super, das heißt, bei dir auf der Webseite können dann Menschen auch Videos schauen, wie kann ich das richtig kleben? Plus können sie dann auch direkt die Tapes bestellen. Ja, genau. Dort geben wir die gründliche Information, wie man sich helfen kann und wo musst aufpassen mit Tapen. Sind die Tapen, die du anbietest, anders als vielleicht bei der Konkurrenz? Also ich habe alleine, weil ich empfindliche Haut habe, dann für unsere Gymedical haben wir entwickelt sehr empfindliche Ja, für sehr empfindliche Haut, ja. ja, Ja. Sensitivkleber für sehr empfindliche Haut. Dann wir können das zum Beispiel für mich oder für Kinder auch die Tapen kleben. Und die kleben aus Baumwolle. Die sind sehr leicht und du kannst das wirklich zu Hause ohne Ohne weiteres selber machen, gell? ohne weitere Ja. selber machen zu können. Was mich interessiert, kann ich damit duschen? Kann ich damit Sport machen? Wie lange hält so ein Tape auf mir? Ja,
Sehr wichtig ist die eine Applikation maximum 7 Tage zu lassen. Und du kannst damit duschen, du kannst Sport treiben, du kannst alles machen. Das ist der Tape ist wasserfest, dann du kannst richtig schwimmen, um diese Sachen zu machen. Ja, du kannst alles zu machen. Auch Sauna, Okay. auch Wellness und diese schöne Sachen. Okay, super. Kannst du ein oder mehrere Erfolge von deinen Kunden erzählen, wann das Tapen echt gut geholfen hat, wo du dir auch gesagt hast, ja, ich mache hier eine richtig gute Arbeit? Ja, das ist mein Mann. Er hat ganz lange nicht geglaubt, dass die Tapen wirklich wirken. Und vor 5 Jahren hat er mit Golf angefangen. Und Tape ist auch so gut, ist gut, dass du der kleben kannst als die Prävention. Wenn du zum Beispiel Golf spielst vorher oder wenn du auf der Garten arbeiten würdest, dann du kannst das als die Prävention zu kleben. Zum Beispiel die Rücken, du kannst das dort kleben. Und das hat mein Mann gemacht als die Prävention, weil normalerweise er kam zurück aus dem Golf, dann sagte, oh, das tut so weh, ich kann gar nichts machen und so. Dann erstmal zu probieren und er kommt dann zurück nach Hause und ich meinte, ja, was, die Rückenschmerzen? Aha, okay, gar nichts. Nein, das kann nicht sein. Das kann ich nicht wahr sein. Dann wir lachen schon 5 Jahre, da, wie das er gemacht hat und jetzt sagt zu anderen Kollegen, ja, du hast Rückenschmerzen dann. Also die Prävention der Tape kleben, das ist sehr wichtig. Und da habe ich gesehen, auch wenn die Leute nicht zu viel glauben, dass das wirkt, das war für mich das war für meinen Mann, dass das wirklich wirkt. Super, das ist eine sehr schöne Erfolgsgeschichte. Das gefällt mir. Und du hast gesagt, man kann es auch bei Kindern kleben. Das geht auch. Ja, also bei meinen Kindern, ich glaube, dass wenn die entspannen sind, weil sie treiben ganz viel Sport und manchmal kommen, dass die Rückenschmerzen oder dahinten Halsschmerzen haben, aber die sind entspannend. Dann du kannst das einfach ohne Sorgen mit dem Tape. Tape kannst du auch Kinder kleben. Aber wenn du die Probleme mit Kindern hast, dass die falsch gehen und so weiter, dann bestimmt musst du Physiotherapeutist besuchen. Super. Ich habe gesehen auf deiner Webseite, also nicht nur so, was man sich vorstellt, dass man es nutzen kann, also wenn Verspannungen oder so, aber sogar bei Inkontinenz. Kannst du ein bisschen mehr dazu sagen? Das finde ich interessant. Vielleicht auch ich weiß nicht, ob auch bei Frauenbeschwerden, ob das auch hilft. Ja, genau, das hilft. Aber da muss ich sagen, dass das Tapes sind die Schritte, welche helfen beim Inkontinent sein. Du kannst Tape kleben, du musst die richtigen Übungen zu machen und damit kannst du wirklich sehr schwer, sehr schnell sich helfen. Aber alleine dieser Tape, der wirkt nicht alleine. Okay. Ja, du musst die nächste Schritte auch zu machen, dass das Lösung kommt. Super. Und bei Menstruationsbeschwerden dann wahrscheinlich auch Ja, ähnlich.
Das stimmt, du hast oder die Frauen haben wirklich Bauchschmerzen und manchmal auch die Rückenschmerzen. Und dafür sind wirklich die einfache Applikation, welche die Frauen alleine zu Hause schaffen und hilft, dass die Schmerzlinderung sind, wirklich sofort, dann musst du keine Medikamente zu nehmen. Ja, klingt echt erleichternd und sehr gut, wenn man immer so Möglichkeit hat, was man auch selber machen kann, bevor man zur Schmerztablette greift. Ja, wir haben auch so eine bei Universität in der Tschechei, also eine Probe gemacht. Wir haben 10 Tester, 10 Frauen, und die haben das getestet, ob das wirklich wirkt. Und wir haben davon auch so eine Studie Studie, ja. gemacht, und so 8 von 10 Frauen haben gesagt, dass das wirklich hilft, und die müssen nicht die Medikamente nehmen. Super. Das ist eine sehr gute Nachricht. Gibt es noch etwas, was du auf jeden Fall den Zuschauern mitteilen möchtest zum Tapen? Ja, ich wollte noch sagen, dass die Tapen sind nicht nur diese elastischen Tapen, aber so, sind auch die Cross-Tapen. Das sind einfach die kleinen, ich habe da Grid-Pflaster. Der ist nicht so elastisch, aber der wirkt mit diesen Gridstrukturen. Und wenn du das klebst, der wirkt auf diesem Platz, wo du das klebst, sondern diese elastische Tape funktioniert in der ganzen Länge, wo du das klebst. Und das ist für das Platz, eine einige Platz. Und zum Beispiel, ich nehme die kleine Größe davon und klebe ich da auf die Seite, auf jede Seite, wenn ich die Kopfschmerzen habe. Kopfschmerzen. Super. Ja, das ist so noch ein Tipp, wo du noch die anderen Tapen benutzen kannst, und es ist sehr einfach, und die Leute wissen nicht so viel um diese Cross-Tapen. Super. Wie immer werdet ihr Links für mich zu Michaela unter dem Video finden. Ja, ich finde das toll, dass du diesen Weg gegangen bist, dass du einfach gesagt hast, ja, ich will etwas finden, was mir hilft und dass du damit auch anderen Menschen die Möglichkeit gibst, erstmal was anderes auszuprobieren, die Schmerzen zu lindern, bevor man zur Schmerztablette greift. Danke. Ja, genau, das ist die Mission, meine Mission, genau. Mission. Das ist sehr wichtig für mich und für die Leute. Ich wollte nur sagen, es ist besser, einfach diese Tapes zu probieren, als die Medikamente auf das erste Blick nehmen. Ich bedanke mich herzlich bei dir, Michaela, und auch bei allen, die heute zugeschaut haben. Lasst einfach ein Like da, einen Kommentar, vielleicht, wenn ihr noch Fragen habt. Und ich werde mich wieder beim nächsten Mal freuen. Schönen Tag und tschüss. Schönen Tag, tschüss.